Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Ascended hier auf The Center mit der Omega Mod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Ja, es ist passiert. Es ist passiert. Unser Eckchart ist voll. Ist das cool? Wir könnten jetzt theoretisch, wenn ich das richtig im Kopf habe, Elite Unique Kimmel machen. Bada boom! Und damit können wir, glaube ich, soweit alles zähmen, was möglich ist. Können wir nochmal zwei, drei mehr machen? Können wir vier machen? Nee, da fehlen jetzt die Eier, aber das kommt mit der Zeit. Das ist soweit schon fertig. Ich habe dann soweit unsere Puppen mal leer gemacht. Ich habe alles da drin, was ich nicht brauche, was nicht Ascended ist und wo nicht quasi Rüstung ist, primitiv etc. habe ich gegrindet. Ich habe jetzt ungefähr 400 von diesen grünen Dingern. Ne, 520 sogar noch viel mehr. Sehr, sehr geil. Also damit können wir wieder ein bisschen was fertig machen. Beim letzten Mal habe ich ja euch gezeigt, wie man mit diesem, ja, quasi mit diesem Magic Charm sozusagen, Magic Find, sehr hoch steigern kann. Was schon mal ziemlich cool war. Das Einzige, was halt war, wir haben ja, wo waren das? Hier. Wir haben ja das erst gemacht, ne? Und hier steht ja normalerweise multiplies a random imbue, but divines others in half. Der hat ja alles verdoppelt sozusagen. Das heißt, das unterste ist hier das oberste und das unterste ist das... Nee, das oberste ist hier das unterste. Und das waren ja mit 216 hätte es gekostet. Das ist natürlich arschteuer aktuell. Aber so ist es. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe eine Menge Flak-Gauntlets hergestellt, beziehungsweise Flak-Hände und auch Kloss-Hände. Und habe hier Delta-Essenz reingepackt. Wir haben da super viele von, deswegen habe ich die einfach mal benutzt. Und nutze die hier einfach und gehe hier rein und imbue die halt alle einmal. Warum mache ich das? Ganz einfach. Ich will ja weiter an diesen Magic Charms so ein bisschen arbeiten. Und wir müssen quasi ja die Schilder, die wir kriegen, ja grinden. Und damit kriegen wir ja blaue Items, diese blauen Essenzen. Ich glaube, Magic Essence ist das oder sowas. Aber wenn ich das hier jedes Mal einmal imbue, sozusagen, dann kriegen die ja, sag ich mal, Stats obendrauf. Und sobald ich die jetzt mit so Stats versehen habe, wie viele sind das jetzt? Verdammt, ich habe nicht nachgeguckt. Wir müssen gleich mal... So viele habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Wartet mal. Der hatte was drauf, der nicht. Der haben wir mal Stat-Bonuses drauf. Können wir mal ganz kurz alle rausnehmen. Ich habe jetzt von beiden mal jeweils 100 gemacht. Das ist natürlich eine ganze Menge. Aber ich möchte diese jetzt grinden. Also packen die jetzt hier alle mal rüber. Und sagen Fragment Imbued Items. Und dann kriegen wir die blauen Essenzen raus. Und mit denen können wir wiederum die Schilder dann irgendwann upgraden. Das heißt, ich nehme mir dann wieder ein Ascended Schild. Ne, hier nicht. Hier müsst ihr noch eins haben. Ja, nehmen wir das einfach mal. Und würde jetzt hier den Spaß wieder anfangen. Quasi das zu verändern. Mit gut Glück. Die kostet ja 6 Dinger. Das heißt, 6 Sets imbued sozusagen mit Delta Essenzen, was jetzt nicht super teuer ist. Okay, kein Magic Find drauf. Okay, jetzt haben wir auch nichts mehr. Ja, und so will ich das mal fortführen, dass ich da noch ein bisschen das quasi erhöhe. Das mache ich soweit fertig. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, wir müssen einfach weiter farmen. Ich habe noch ein bisschen was gefarmt, ich habe ein bisschen was gegrindet, wir haben hier noch ein paar Sachen gekriegt, ich habe den Rest auch schon fertig gegrindet und so weiter und so fort. Also fleißig war ich schon. Wie gesagt, die Sets habe ich aufgeräumt. Was ich jetzt noch machen wollen würde, ich muss noch mal gucken, was diese Potions jetzt alle kosten. Weil mir die, ich habe nämlich Prime-NPCs getötet, was natürlich länger gedauert hat. Aber ich habe die runtergekriegt und von daher brauche ich wieder neue Potions.
Stone Skin kostet auch Alpha. Wie viel Alpha Essenzen haben wir eigentlich? Nicht so viele, ne, glaube ich. Ja, doch, 700. Weil damit kannst du natürlich richtig geil starke NPCs fertig machen. Aber die kosten natürlich, das ist ja Magic Fine Potions. Das ist natürlich richtig übel. Macht für 90 Sekunden 100% Magic Fine dazu. Aber ist natürlich super teuer, ne? Ja, Stone Skin hätte ich ganz gern auch nochmal 10. Die hätte ich ganz gern. Elite Res. Das ist relativ günstig. Davon können wir mal einfach mal 50 gleich herstellen. Weil die ist auch immer ganz gut. Was gibt es noch? Gravity. Fortitude. Anti-Gravity. Crafting. Nature Res. Nature Rest ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Können wir auch gleich schon mal einpacken, wenn wir uns nach draußen bewegen. So, Pfeile haben wir dabei. Wir haben was zum Heilen dabei. Und dann wird wieder gefarmt heute noch. Das geht nicht anders, aber es muss gefarmt werden. Ihr habt es ja gesehen beim letzten Mal. Ich habe leider keinen Legendary mehr gekriegt. Kann natürlich sein, dass das nicht so funktioniert hat. Wo gehen wir denn heute mal hin? Ich würde sagen, vielleicht auf die fliegende Insel. Da bin ich ja bisher ziemlich wenig unterwegs gewesen. Von daher können wir einfach mal gucken. Wir müssen ja zum Glück einfach auch nicht mehr tamen jetzt gerade. Sei denn, wir sehen was Schönes. Und wir nehmen natürlich jedes Item mit. Weil wir können sie grinden für Essenzen oder andere Späßchen. So, Ruhe hier im Karton. Ich habe mich selber getötet. Sehr gut. Kentros. Kentros. Natürlich Kentros. Aber ist ja nicht so wild. Wir sind ja direkt beim Teleporter noch gewesen. Schwuppdiwupp. Leider ist es wieder Nacht. Kann ich gerade nicht ändern. Ja, und dann müssen wir uns demnächst, glaube ich, an Bosse ranwagen. Weiter. Dafür hätte ich natürlich ganz gern super geile Tames, die ich dann aufwerten kann, mit denen ich herumlaufe. Weil das ist noch etwas, was uns fehlt. Da haben wir noch nicht das passende gefunden. Ich wollte schon sagen, ich so ein bisschen gern der Leere, ne? Was erwartet uns unten? So, da hinten vielleicht. Obwohl, da ist der grüne Obi. Vielleicht darüber. Ja, mal gucken. Geht halt wieder total ans Farm. Ne? Kannst du halt nicht ändern. Ah, ich wollte mal in die Ice Cave hinten rein. Da war ich noch nie drin. Also, besonders mit der Mod nicht. Wie gehen wir denn da am Schloss mal hin? Lass mal... einmal kurz nach Hause einen Teleporter holen. Da hätte ich mal Bock zu. Ich weiß nicht, wie da so die Dino-Anzahl ist. Das wäre natürlich auch geil. Das ist ein Plan. Das machen wir mal.
Teleporter. Teleporter. Und dann würde ich sagen, los. Gehen wir hier hin. Ich glaube, das ist der nächste gelegene Spot, wo wir hin können. Gut, nehmen wir natürlich noch mit. Weil ist wichtig. Oh, ein Minion. Oh, das war hell. Was ist hier los? Hier geht die Party ab. Gib mir mehr Loot. Oh, das war ein übles Geräusch. Wow, Leute! Wow! Ja, genau in die richtige Richtung. Perfekt. Ich glaube, die war da oben. Was? Wow! Siehst einfach nur die Lootstrahlen da rauskommen. Ah, Ruhe. Ruhe, Ruhe. Komm schon. Oh, was ist das denn? Eine Sense Woody Rhino. Wow. Basics. Nur Basic Essence. Sind wir jetzt hier richtig? Irgendwie muss es doch hier runter, dann hoch, glaube ich. Ich glaube, der Eingang war nie zu übersehen. Der war ja riesig. Hätte vielleicht auch vom anderen Teleporter rübergehen können. Da ist irgendwie eine Elite drin. Und die Party geht ab und ich sag, hey, alles muss sterben. Mehr Loot bitte. Hi. Lass das. Ich hab das getötet, nicht du. Meine Items. Du bist ein Delta Soul. Sollten wir mitnehmen? Und wir haben hier NPCs. Prime. Ach du Schande. Was soll das hier passiert? Wo kommt das Topo-Zeug her? Ich werde jetzt sterben, vermutlich. Wow! Dann gehen wir mal von oben lang. Wir kommen hoffentlich irgendwann in der Ice Cave an. Hoffentlich.
bin ich völlig in die falsche Richtung gewuppt. Ach ja, ist das herrlich. Tschüss. Mehr Items bitte. Mehr legendäre Items oder neue Set-Items. Das wäre auch mal ganz geil. So ein neues Set anzuhaben und dann eine legendäre Waffe. Würde ich ja auch feiern, ne? Eine fliegende Miezekatze. Eigentlich müsste hier irgendwo gleich die Ice Cave kommen, oder nicht? Ich würde ganz gerne erstmal einen Teleporter aufstellen. Das war doch eigentlich immer ein ziemlich großer Eingang. Eigentlich. Huch. Wow, Loot. Noch mehr Loot. Noch mehr Loot. Und noch mehr Loot. Ja, ich muss mich auch durchgeben zu meinen Items. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist das krass. Wow. Ja, das war's. Okay. Reicht ja. Wir fliegen. Ich dachte mir, die wäre bei der so ein Pillar gewesen. Vielleicht irre ich mich aber auch gerade, welcher Pillar das ist. Ich sehe nur einmal Loot. Oh. Nein, 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 ich habe Schützen. Ach, was soll's. Ich finde ja nicht mal die NPCs wieder. Vielleicht war es bei den Pillern. Und wie komme ich hier vorbei? Haben wir denn so bisher gekriegt? Den Quest, ne? Hier geht's vorbei. Wo ist Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Weil hier in der Nähe bin ich ja gestorben. Eigentlich müsste doch hier irgendwo sein. Was zur Hölle? Oh, da sind die Halblieder.
So, dann setzen wir mal ganz kurz den Teleporter hin. Ich würde gerne die probieren, fertig zu machen. Der Leader ist nämlich auch weiter weg. Ah, verpiss dich. Das ist ein Prime. Nehme ich auch. Warrior Leader. Gravity. Dann. Rampage. Gucken wir mal, ob das funktioniert damit. Halleluja! Die knocken einen aus, aber sie regenerieren kein Leben. Das heißt, wir können sie schlagen. Hört auf, Schaden zu machen. Naja, immer ein bisschen, ne? Aber Potions. Ich brauch so diesen einen Lucky Shot, so wo du am Anfang deine Million Schaden mitmachst. Wo ist denn der Leader da? Ich würde schon mal das einwerfen. Und einmal einen so ein. Hier, ja, 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 ja. Das war gut, das war gut, das war gut. Haben über die Hälfte abgezogen. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt nicht immer, aber ich muss es trotzdem probieren. Ja, guck mal, der hat nicht mehr viel. Ja, 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 ja. Nice. Was auch immer hier gerade passiert, ich glaube, ich habe sie alle getötet. Weg mit dir. Gloves, Hands und ein Warp Ball. Ist der besser als meiner? Ich habe 297. 483! Wow! Geiles Ding. So, wo ist mein Teleporter? Da. Nein. Irgendwo muss hier mein Teleporter sein. Da. Warum kann ich den nicht aufpicken? Wisst ihr was? Ich hole mir einen neuen. Sicher, sicher. Was ist, wenn ich so einen Warp baue, den wir jetzt hatten? Einfach mal grinde. Ha! Essenzen! Nice. Teleporter brauchen wir. Teleportation. Thank you. Okay. Also aus meiner Sicht muss der Eingang irgendwo hier sein. Ich weiß ja nicht, ob er einen drüber ist oder genau hier. Ich dachte immer, er wäre ganz unten. Moment, wir machen es mal anders. Base. Mal mit. Auch wenn du nicht mehr viel Leben hast. Wenn du drauf gehst, gehst du drauf. Kann ich nicht ändern.
Warten Sie bitte 10 Sekunden, bis Sie sich wieder teleportieren können. Danke. So, ich dachte immer, hier zwischen oder so wäre der Eingang. Ist der weiter höher? Oder sogar noch weiter runter? Da ist er. Hier ist der Eingang. Gehen wir mal ein Stückchen rein und gucken, was er so auf uns wartet. Und irgendwann stellen wir einen Teleporter auf. Ich weiß nämlich nicht, ab wann hier irgendwas kommt. Gamma Miracle Yeti. Oh, oh ja. Gib mir Gegner. Geh mal den normalen Weg. Oh, geil. Guck dich das an. Wie viel da ist. Umbenennen. Ice Cave. Jetzt wird gefarmt. Hallo Leute, Papi ist da. Oh Gott, direkt Ultimate. Direkt Items. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja! Da will ich hin. Das ist das Ding, wo ich hin will. Wie viel da unten wartet und wie viele geile Sachen da unten warten. So, ich muss erst diesen Ultimator wegkriegen. Da würde ich ganz gern Rampage Potions für nehmen. Okay, es könnte vielleicht doch ein Problem werden. Ah, das sah so gut aus. Okay, Potions brauche ich nicht. Ich brauche nicht mal High Potions, weil ich einfach sterbe. Das Problem ist, der heilt sich halt so schnell hoch. Hört ihr das? Pling, pling, pling. Warum? Oh mein Gott. Oh, hallo.
Ja. Hier halt so wenig ab. Mich hier treffen könnte, wäre geil. Ich muss mich jetzt mit dem anlegen, ne? Rampage. Er ist ja noch relativ... Ah, shit, ey. Ich weiß nicht, wie ich den wegkriege. Ins Wasser locken? Ich will den Loot ganz gern haben. Das ist eine Apex. Oh oh. Ah doch, wir haben ihn Schaden gemacht. Alles klar, er regeneriert doch nicht hoch. Er ist trotzdem echt ein Biest, muss man sagen. Ein gemeines Biest. Vielleicht sollten wir unser Set anziehen. Oh, ich glaube, ich habe eine Direwolf Paragon zugekriegt. Ja, nice. $1,600,000.
Ach, genau reingesprungen. Shit. Wenn wir den weg haben, dann kann ich hier schön durchrennen. Rennen. So. Ohne Sichel. Prospektorhände. Hast du noch? 1,7. Hast du dich hochgeheilt oder was? Stone Skin Rampage. Rampage. Na. 200 Schaden. 200.000 haben wir gemacht. Fehlen nur noch 10 Mal oder so. Diesen einen Lucky Shot. Den brauchen wir jetzt wieder. Oh, da war ein bisschen was dabei. Ah. 400.000 knapp. Rampage. Vor zurück, vor zurück, vor zurück, vor zurück, vor zurück, vor zurück. Er ist unter einer Million. Ah, komm schon. Ah, Lucky Shot, Mann. Kann doch nicht sein. Rampage. Oh, komm schon. Komm schon. Und 100k. 200k. Shit, bitte. Bitte. Noch. Ja. Jetzt kann man den Rest auch wegmachen. Hallo Leute, gebt mir Loot. Danke. Ah, wunderschön. Leute, ihr wisst, was ich jetzt zu tun habe. Ich werde hier eine Menge farmen, glaube ich. Ich werde mal gleich schon ins Wasser gucken, was da noch so ist. Irgendwo ist hier noch einer. Mal gucken. Ihr Lieben, in diesem Sinne, besten Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.